Hallöchen Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe Nach Schmeckt's und diesmal haben wir von Almigurt, so hier, da, Almigurt von Ermann, die Version russischer Zupfkuchen und da bin ich wirklich mal gespannt, wie der schmeckt. Los geht's! Ja, Kuchen in Joghurtform, kann das schmecken, ich weiß es nicht. Wie gesagt, hier Zupfkuchen, russische, ich probiere den jetzt einfach mal aus und bin echt gespannt, wie der schmeckt. Zupfkuchen mag ich sehr, Joghurt esse ich auch gern, wisst ihr ja, wenn ihr meine Videos ein bisschen verfolgt. Und ja, wir schauen uns das mal im Detail an. Hier also Almigurt von Ermann aus Allgäuer Milch, russischer Zupfkuchen. Ermann AG, Hauptstraßen 19 in Oberschöneck. Jawohl, Almigurt. Da ist schon, da gibt es nicht mehr zu lesen. Ansonsten steht auch gar nichts Interessantes. Also fangen wir direkt mal mit den Zutaten an. Joghurtmilch mit 3% Kuchenstückchen. Oh, das liest sich aber schön. Mit 3% Kuchenstückchen. 3,8% Fett im Milchanteil. Zutaten: Joghurtmilch. Zubereitung: Typ russischer Zupfkuchen. Wasser, Zucker, Glucose, Fructose, Sirup. Modifizierte Stärke: Weizenmehl, Mehl aus Bohnen, Lupinen und Reis. Stärke: Weizenstärke. Groß geschrieben, Achtung, Weizenstärke. Pflanzliches Fett, Sonnenblumen, Raps, Kakaopulver, Eiweiß, Ei, Aroma, Verdünnungsmittel, Pektine, Guarkernmehl, färbender Karamellzuckersirup, Farbstoff, Karotin und Salz. Okay, achso, das gehört da oben dazu, alles klar. Zucker kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten, ohne Gelatine, ohne Konservierungsstoffe. Ohne Gelatine finde ich gut. Schalenfrüchte, Weizen, naja, ihr wisst Bescheid. Wer da Allergien entwickelt, muss halt ein bisschen aufpassen. So, dann machen wir den nochmal auf. Und dann sehen wir direkt, dass der ein bisschen, ja, so beigefarben ist, so ein bisschen bräunlich, sag ich mal. Das seht ihr auch hier nochmal. Da sind noch ein paar Stückchen drin tatsächlich anscheinend. Das finde ich interessant. So sieht das aus. Und ich probiere den jetzt einfach mal, aber rühre den, glaube ich, direkt um. Ihr wisst, normalerweise mache ich das ja, probiere das so und dann rühre ich um, aber hier rühre ich einfach direkt um. So, jetzt sieht es auch gar nicht mehr nach 3% Kuchenstückchen aus. Irgendwie nach weniger. Kannst du es ein bisschen schärfer stellen? Nö, jetzt ist es noch unschärfer. Alles klar. Lassen wir so. Oh, das riecht aber schon sehr. Moment, lass mich mal riechen. Oh, das riecht aber schon sehr nach so Käsekuchen, Zupfkuchen. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob der nach Zupfkuchen schmeckt. Ich probiere ihn. Achtung, es geht los. Oh ja. Oh, das ist ja lecker. Tatsache, schmeckt wie so ein Zupfkuchen tatsächlich. Joghurt ist ja da gar nicht so weit entfernt, weil das ja auch so eine Käsemasse mäßig ist. Natürlich schon ein bisschen anders, aber das schmeckt echt gut. Oh, da muss ich noch ein Löffel essen. Original. Also wer gern Zupfkuchen ist, der kann den direkt weglöffeln. Genial. Ermann, da habt ihr was Gutes getan. Supi. Merkt euch dieses Gesicht. Kaufen. Ja, da brauche ich gar nicht viel sagen. Und schmeckt also ehrlich richtig nach Zupfkuchen. Es ist wie ein flüssiger Zupfkuchen, möchte ich sagen. Joghurt, ja, schmeckt man, aber also hier ist es tatsächlich ein Joghurt geworden, der Zupfkuchen. Krass. Finde ich gut. Gebe ich direkt Punkte. Was hält man davon? Ja, kann ich nur geben 8,5? 9? 9 Punkte? 8,5? 8,5, 9, 8,5, 9, 8,5, 9. Was gebe ich? Komm, er kriegt die 9. Was soll's? 9 Punkte kriegt er von mir, der Almigurt von Ermann in der Geschmacksrichtung Zupfkuchen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Was soll ich tun? Hier, schaut euch mal den Deckel an, damit ihr dieses Gesicht auch nicht vergesst, wenn ihr in den Laden geht. Kaufen. Echt lecker. Ja, das war quasi wie eine kleine Produktempfehlung. Aber was will man machen? Das schmeckt halt gut. Ja. Seid ihr auch so begeistert? Habt ihr den schon mal probiert? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr Vorschläge, was ich vielleicht mal testen sollte? Schreibt es in die Kommentare. Ich gucke, ob ich sowas kriege und
dann probiere es gerne für euch und gebt meine Meinung ab. Vielleicht ist es dieselbe wie eure, vielleicht auch nicht. Das werden wir dann sehen. Und ansonsten wisst ihr Bescheid, habt ihr hier noch zwei andere Videos und den Abonnieren-Button nicht vergessen. Und ansonsten freue ich mich über Däumchen nach oben, Däumchen nach unten. Und was ihr sonst noch hört, haut einfach raus. Beachtet mich auch bei Facebook, bei Twitter, bei keine Ahnung was, auch wenn ich da nicht mehr schreibe, nicht zugehe. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut.